Ein herzliches Moin Moin, hier ist euer Micha und es geht weiter mit der Torwartkarriere hier bei Eintracht Frankfurt. Und es freut mich, dass ihr alle eingeschaltet habt. Wer noch kein Abo dagelassen hat, darf den Kanal gerne damit unterstützen. Und natürlich der Daumen, der wäre auch nicht schlecht, wenn ihr den einmal drücken würdet. Und dann würde ich sagen, jetzt geht es rein in die heiße Phase der Saison. Wir spielen gegen Leipzig, gegen Bayern im heutigen Part. Ich hoffe, dass wir gegen Bayern spielen. Gegen Leipzig wissen wir auf jeden Fall, wir stehen im Team. Wir sind Tabellen 15. und das heißt, wir wollen jetzt nach vorne und gewinnen. Und bevor ich es gleich vergesse, ich möchte mich erstmal bei den Leuten bedanken, die das letzte Video kommentiert hat. Und vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und einen Kommentar da gelassen habt. An Kellerbruder, Lennart, Didi und Michael. Und ja, ich habe eure Kommentare wirklich gelesen. Unser Stürmer wird nicht Haller ausgesprochen, sondern Aller. Dankeschön für diesen Hinweis. Und dann würde ich sagen, jetzt rein ins Spiel gegen RB Leipzig. 10. Minute, wir sind vorm Strafraum. Jetzt der Ball in die Mitte und das ist das Tor. 1:0 in der 10. Minute gegen Leipzig. Und der Torschütze ist Gacinovic. Ich hoffe, diesmal spreche ich den Namen aber richtig aus. So, da jubeln wir. Wie ist das Tor entstanden? Jetzt hier sehen wir es ja nochmal. Auf die Außenbahn und dann haben wir den Ball da vorne, der Ball in die Mitte und da steht er dann richtig und macht den Ball rein zum 1:0 in der 10. Minute. Wir führen gegen Leipzig. Ich hoffe, es bleibt so. Leipzig kommt, das ist der Lattenkracher. Da hätten wir null Chance, an den Ball zu kommen. Was für eine Chance für Leipzig. Dieser Lattenkracher. Einwurf Leipzig, jetzt der Ball auf den Außen. Der Ball ist in der Mitte und da kommen wir einfach nicht hin. Es steht 1:1, weil die Abwehr pennt. Oder bei Werner und Leipzig es einfach gut machen. Also 1:1 durch Timo Werner. Da sehen wir es nochmal. Der Ball kommt rein und Werner, ja, da haben wir null Chance. Da pennt die Abwehr. Es ist, wie es ist. Wenn man einmal unten drin steckt, dann wird es nicht leicht, sich daraus zu befreien. Mit Hoffenheim wären wir auf einem guten Weg gewesen, haben uns aber ja entschieden, die Mehrheit hat entschieden und damit auch wir alle zusammen. So müssen wir es einfach sagen, dass wir zu Frankfurt wechseln, denn sonst hätten einfach mehr Leute für Hoffenheim abgestimmt. Aber es ist unsere Entscheidung. Wir sind jetzt bei Eintracht Frankfurt und müssen sie aus dem Keller da unten jetzt mal befreien. Nur, dann müssen wir auch mal zu Null spielen. Das ist unsere Aufgabe als Torhüter, diesen Kasten hier sauber zu halten, damit wir auch ein Spiel gewinnen können. Aufgepasst, da sind sie ja schon wieder. Und jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt passiert. Der Ball, boah, der war gefährlich gespielt. Der war richtig gefährlich gespielt. 35. Minute. Jetzt sind wir im Strafraum, da kommt der Schuss. Gulashi kann den Ball sicher halten. Der Ball über außen, jetzt rein, das ist die Chance, aber doch nicht mit einem Seitfallzieher. Egal, 1:1 zur Halbzeit. Halbzeit 2 müssen wir wieder ein Tor schießen und dann auch wirklich hinten den Kasten sauber halten. Das ist unser Auftrag, drückt uns dafür mal fleißig die Daumen. 50. Minute, wir sind im Strafraum. Jetzt müsste der Ball reinkommen. Da kommt der Ball rein, der Kopfball. Wir kommen nicht an den Kopfball, das ist das Problem. Schade, es war aber eine gute Möglichkeit und da ist die nächste. Der Fehler in der Abwehr. Und jetzt geht es schnell, jetzt geht es schnell. Nimm den Ball bitte noch vor der Auslinie an. Schade. Wir sind im Strafraum. Jetzt der Ball in die Mitte, das ist der Schuss und das ist das 2:1 oder das 1:2. Schön gemacht. Wir führen wieder durch. Kostic. Wir führen mit 2:1. Richtig nice. Und hier kommt der Ball nochmal in den Strafraum. Dann in die Mitte. Kostic nimmt Maß und zack, das Ding ist drin. 70. Minute. Leipzig wieder am Kommen. Leipzig jetzt vorm Strafraum. Der Ball wird erstmal geblockt. Wir haben auch weiterhin den Ball. Können das Spiel aber jetzt relativ nicht. Also, was heißt relativ? Wir müssen es verlangsamen. Denn es waren nicht die Spieler vorne. Jetzt aber, das ist ein sehr guter Pass. Der wird aber gut abgelaufen. 75 Minuten gespielt. Es steht 2:1 für uns. 80. Leipzig hat einen Einwurf aus einer sehr guten Position. Da kommt der Ball und der geht am Tor vorbei. Das heißt, wir sind immer noch in Führung mit 2:1, Leute. Wohlgemerkt,
Und es sind noch 8 Minuten zu spielen, deswegen wir machen keinen kurzen, sondern wir machen ihn richtig lang. Damit es Leipzig schwer hat, wieder nach vorne zu kommen, war mein Gedanke. Jetzt haben wir den Ball doch wieder, sonst hätte das Leipzig garantiert jetzt kontern können. Aufgepasst, jetzt der Ball in den Sturm, der wird erstmal weggeköpft. Und dann hat Leipzig die Situation wirklich geklärt. Die letzten Sekunden laufen, wir schlagen den Ball nach vorne, wir gewinnen 2:1. Gegen das hochfavorisierte Leipzig. Dortmund schlägt Hoffenheim mit 1:0. Wir haben Leipzig mit 2:1 geschlagen. Bayern spielt 2:2 gegen Schalke. Werder schießt Leverkusen aus dem Stadion mit sage und schreibe 4:0. Borussia Mönchengladbach siegt 2:0 gegen Wolfsburg. Mainz schlägt Hertha mit 3:0. Augsburg gegen Nürnberg 1:0. Stuttgart schlägt Fortuna Düsseldorf auch mit 1:0. Und Hannover geht als Sieger hervor mit 1:0 gegen den SC Freiburg. In der Tabelle heißt es jetzt folgendermaßen. Bayern immer noch Erster, weiter Vorsprung. Obwohl sie verloren haben, unentschieden gespielt haben, sind es immer noch 9 Punkte. Wir immer noch auf Tabellenplatz 15, da die Mannschaften vor uns auch gewonnen haben. Nur die hinter uns, die haben ein bisschen geschwächelt. Und deswegen haben wir da ein bisschen was herausgearbeitet, nämlich 5 Punkte auf Tabellenplatz 16, der ja Relegation in die zweite Liga wäre. Und wir mit 24, seht mal, ein Sieg und die anderen gewinnen nicht, dann sind wir schon 12. Also wir kommen der Sache immer näher, die wir uns so vorgestellt haben. Klassenerhalt ist erstes Ziel, Euroleague ist Bonus. Spieltag 22 steht vor der Tür und es geht gegen keinen anderen als gegen den Tabellenspitzenreiter da oben, gegen den FC Bayern München, gegen den Rekordmeister in Deutschland. Das heißt jetzt volle Konzentration, DFB-Pokal 2018, das Finale, da haben wir gewonnen. Ihr wisst es ja vielleicht in echt. So, also in echt hat Frankfurt gegen Bayern gewonnen. Und jetzt rein ins Spiel gegen den FC Bayern München und bleibt dran, das wird garantiert ein richtig geiles Spiel. Eintracht Frankfurt gegen den FC Bayern im Schneegestöber. Wir wollen also die Torhymne hören, denn das würde heißen, dass wir ein Tor gegen den FC Bayern geschossen haben. Wir haben garantiert jetzt in diesem Spiel sehr viele Möglichkeiten, uns zu beweisen. Und das sollten wir auch schleunigst tun, damit wir hier ein fester Bestandteil dieser Mannschaft werden. 7. Minute. Wir sind schon mal über außen da. Wir sind über außen da. Der Ball in die Mitte. Der wird abgelegt. Der Schuss. Und das führen wir 1:0. Was für ein Tor. Wir führen gegen FC Bayern. Und diesmal spreche ich ihn da richtig aus. Der Treffer ist von Aller. So. Ich habe ihn richtig ausgesprochen. Hoffe ich doch jetzt zumindest mal. 1:0 Führung gegen den großen FC Bayern. Die haben neuer Hand geschont. Ulreich ist drin. Ich möchte jetzt hier Ulreich keinen Vorwurf machen, das soll das nicht heißen. Aber der wäre unhaltbar gewesen, auch für Manuel Neuer. So, Ulreich geschützt. 1:0 Führung gegen den großen FC Bayern und ihr merkt, dass ich es richtig, richtig heiß bin auf dieses Spiel. Denn in echt ist ja der FC Bayern mein Lieblingsclub und jetzt heißt es einfach mal, ich muss gegen ihn spielen. Das ist doch mal ein Kindheitstraum. Das geht hier in Erfüllung. Irgendwann werden wir vielleicht auch für den FC Bayern spielen. Und da führen wir nicht 2:0. Wir führen nicht 2:0. Schade. Hier, ihr seht, es schneit schon heftig. Aber Bayern hinten, unaufgeräumt. Da können wir uns durchkombinieren. Und der Treffer, das, also im 2:0 so früh, ich weiß nicht, wo das Spiel noch hingegangen wäre. 30. Minute, Bayern kommt und kriegt den Pass da vorne nicht gespielt. Das heißt, 30 Minuten sind jetzt rum, Bayern noch mit keiner einzigen Chance Richtung unseres Kastens. Und einerseits ist es gut, so würden wir zu Null spielen. Andererseits will ich mich ja beweisen. Ich will ja zeigen, dass wir ein geiler Torhüter sind und dass wir dran schuld sind, dass der FC Bayern hier verliert. 35. Minute, jetzt ist Bayern mal über außen da. Bayern hat die Möglichkeit über außen, der Ball kommt nicht rein, da haben wir keine Probleme. Ich bin noch ein bisschen auf Spannung, denn unsere Abwehr meint da hinten rumspielen zu müssen. Und jetzt vielleicht mal schnell auf den Außen, nein, das wird wohl nichts. Gleich dürfte Halbzeit sein, der Schiri sagt keine Nachspielminute und das ist auch der Fall. 0
1 wollte ich schon sagen. Nein, 1-0 durch Allaire in der 9. Minute gehen wir in die Halbzeit. Wow, das Spiel verläuft so, wie ich es mir wünsche, aber nicht erwartet hätte. Seid ihr mal ehrlich und schreibt es in die Kommentare. Hättet ihr erwartet, dass wir 1-0 gegen den FC Bayern München führen zur Halbzeit? 55. Minute, Bayern jetzt über außen. Bayern kann den Ball in die Mitte bringen. Das tun sie auch. Da kommt unser Verteidiger mit dem Kopfball dran. Wichtig, denn da hinten wäre einer gewesen. Ich weiß nicht, ob wir rechtzeitig im Eck gewesen wären, aber das war schon mal eine richtig gute Rettungsaktion. Jetzt aufgepasst, Bayern ist ja noch weiter am Ball. Der Schuss wird geblockt und Bayern hat immer noch den Ball. Sie können sich da kombinieren. Jetzt haben wir den Ball endlich mal rausgeschlagen. Nichtsdestotrotz, Bayern ist am Drücker und wollen jetzt hier das Tor machen. Jetzt haben wir die 60. Minute, jetzt heißt es 30 Minuten noch überstehen. Jetzt kommt Ribéry für Rodriguez, also ein schneller Spieler und ein flügelstarker Spieler. Ich bin mal gespannt, was Bayern jetzt in der Aufstellung ändert, aber jetzt erstmal aufgepasst, denn da kommt der Ball rein. Der wird nicht geschossen, der wird geschossen, abgeblockt. Abgeblockt, Lewandowski mit der Chance. Oh, jetzt heißt es zittern. Leute, die erste Halbzeit war so gut. Drückt mal bitte die Daumen, dass Halbzeit 2 auch noch so gut wird. Jetzt haben wir noch eine halbe Stunde und ich möchte nicht eine halbe Stunde zittern müssen, weil das geht gegen FC Bayern schief. Hundertprozentig. Aufgepasst. Eckball kommt rein. Da kommen wir mit der Faust erstmal zwischen. Erstmal kommen wir mit der Faust dazwischen. Aber Bayern ist wieder da. Bayern ist wieder da. Da kommt einer mit dem Kopf dazwischen. Jetzt schlagt das Ding doch weg. Aber doch nicht direkt vor die Füße. Bayern ist immer noch dran. Jetzt sind es gleich nur noch 20 Minuten. Jetzt ist der Ball erstmal weggeschlagen. Aber ihr seht es. Bayern ist weiter einmal am Drücker. Also ich glaube, ich brauche hier bald gar nicht mehr abstellen. Ich brauche keinen Cut mehr setzen, denn es ist hier richtig spannend. Jetzt nochmal. Wir haben den Platz da. Wir haben den Platz. Jetzt die Lücke gesehen, nicht ausgenutzt und schade. Bayern wahrscheinlich wieder im direkten Konter. Ich sag jetzt ist es ein Schlag auf Schlag. Jetzt ist es wirklich ein Schlag auf Schlag. Bayern, jetzt über außen wieder. Jetzt wird da vielleicht noch Franck Ribéry gleich über außen kommen. Ich weiß es gar nicht. Jetzt, da haben wir ihn. Ribéry, dann nochmal nach hinten auf Alaba. Ribéry und es gibt Eckball. Wieder Eckball für Bayern. Ich glaube, ich brauche hier echt keinen Cut mehr setzen. Ich bin so heiß auf dieses Spiel. 80. Minute und seit der 60. zittern wir hier einfach nur noch. Wir hätten irgendein Ding mal reinmachen müssen. Jetzt aufgepasst, da kommt der Kopfball. Aber der geht erstmal weit daneben. Jetzt Robben müsste es sein. Robben holt sich den Ball, schlägt die Flanke rein. Der Kopfball, der kein Problem für uns. Wir beruhigen erstmal das Spiel. Wir beruhigen erstmal das Spiel und ab die Kiste. Den Spieler wollten wir genau anspielen. Und oh, er verliert sofort den Ball wieder. Es ist richtig spannend. Es ist hier richtig spannend. Aufgepasst. Jetzt nochmal die Möglichkeit, einen schnellen Angriff zu setzen. Da ist die Lücke. Da ist die Lücke. Zieh ab und mach ihn doch rein. Nein. Rensing hält. Ach, Rensing sei schon. Ulreich hält. Entschuldigung an alle, die Ulreich-Fans sind. Also an den ganzen FC Bayern. Ich wollte jetzt hier nicht. Aber ich bin so voller Feuer, dass ich hier, ja, nicht mehr weiß, wer wo spielt. Und wir gewinnen. Der Schiri pfeift ab. Wir gewinnen 1-0 gegen den FC Bayern München. Vielen Dank. Wir gucken auf die anderen Ergebnisse. Dortmund schlägt Gladbach mit 1-0. Leipzig, Leverkusen 0-0. Schalke, Hoffenheim 4-2 für Hoffenheim. Wir haben den FC Bayern geschlagen mit 1-0. Bremen spielt gegen Hertha 1-1. Wolfsburg, Nürnberg 0-0. Mainz wird aus dem Stadion gefegt mit 4-1 gegen Fortuna Düsseldorf. Augsburg gewinnt 1-0 gegen Hannover 96. Und Stuttgart gewinnt auch 1-0 gegen SC Freiburg. In der Tabelle rutscht jetzt Dortmund ran, aber es sind immer noch 9 Punkte. Also Bayern verliert zwar, aber verliert keinen Vorsprung. Das ist natürlich für die ganze Liga ein bisschen schlecht, denn irgendwann wird Bayern wieder punkten und dann wird das, ja, Bayern wird wahrscheinlich Meister werden, das können wir so festhalten. Aber wir springen auf Tabellenplatz 13, denn Mainz und Hannover haben verloren, das heißt, die haben wir überholt. Wir haben schon 27 Punkte, ich sag ja, noch ein Sieg, noch 2 Siege, 3 Siege, wir haben noch Zeit. Wir haben jetzt gespielt 22 Spiele, wir haben 12 noch vor uns. In jedem Spiel einen Punkt holen, mindestens ein, manchmal drei, dann dürfte Euroleague echt noch drin sein. Ja, und das soll es dann auch für heute gewesen sein. Im nächsten Part seht ihr schon, wir spielen auf jeden Fall gegen Leverkusen. Gegen wen es noch angeht, das weiß ich jetzt noch nicht. Ihr seht es aber im nächsten Part, der kommt auch bald schon online.
Leute, ich feiere dieses Format. Wenn ihr auch, dann lasst dem Ganzen wirklich einen Daumen da und schreibt es in die Kommentare, damit ich einfach die Bestätigung und der Bestätigung kriege. Vielen Dank, dass ihr einschaltet. Vielen Dank, dass ihr mich anschaut, meinen Kanal und dass ihr so fleißig dabei seid. Vielen herzlichen Dank und ich wünsche euch, ja, nochmal nachträglich einen wunderschönen dritten Advent. Wir arbeiten uns auf den vierten Advent hinaus und wie es über Weihnachten läuft, verrate ich dann demnächst auch. Und was? Es gibt eine Überraschung an Weihnachten. Aber was das ist, das seht ihr demnächst. Also seid fleißig, Abo-Knopf drücken, Daumen, Glocke ist ganz wichtig, dass ihr keine Infos mehr verpasst. Und vielleicht gibt es ja die ein oder andere YouTube-Story. Also halt den Ball flach. Bis denn, euer Micha. Ciao und tschüss. Bye-bye.